Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Es ist wieder Zeit. Es ist wieder soweit. Assassin's Creed Mirage. Ja, wir haben letztes Mal aufgehört, indem wir den ersten großen Bösewicht erledigt haben. Und jetzt wurde uns aufgetragen von Basim selber, wir sollen doch bitte zurück in das alte Dorf, wo wir eigentlich herkommen, und Nihal aufsuchen, die alte Freundin. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Und das kann ich immer noch nicht machen. Okay, das wollte ich nur kurz gucken. Und ja, dann, da wir gerade eh nicht viel machen können, würde ich sagen, filmischer Kamerastil. Warte mal, was jetzt? Nee. Hier, komm. Straße folgen. Zum Questziel gehen. Ja, wohin geht er denn? Kann ich sehen, wie er reiten will? Ah, er will über die Brücke. Doch, das macht Sinn. Okay. Na, wie geht das? Filmischer Kamerastil. Guck an. Der sieht ja mega cool aus. Auf jeden Fall. Wir schauen mal, wie weit wir heute kommen werden mit unserer Story, beziehungsweise vielleicht machen wir ja noch die ein oder andere Nebensache. Entschuldigung. Ich habe mir angedacht, vielleicht die ein oder andere Nebenmission noch zu erledigen von dem Blackboard, was wir im Assassinengebäude hatten. Dass wir da vielleicht das ein oder andere noch machen. Und ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht kommen wir auch in einen neuen Stadtteil. Man weiß es nicht. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Spiel auf jeden Fall weiterentwickeln wird. Ich hoffe, es bleibt so geil, wie es ist. Und vielleicht wird es ja sogar noch geiler. Und ich hoffe, euch geht es soweit gut. Ich hatte heute einen mehr oder weniger erfolgreichen Tag. Ich war heute nämlich auf so einem Garagenmarkt. Und ey, ich muss sagen, ich habe heute gute Sachen abgestaubt. also ich habe viele PlayStation 4 Spiele abgestaubt, das ein oder andere Switch-Spiel, auch was für meine Kleine, was interessant ist. Ja, also ist ein guter Stapel, was ich da abbekommen habe. Das hat mich sehr gefreut und doch, ich sag mal, umgerechnet doch sehr billig. Da bin ich bei, naja, einen knappen 5er pro Spiel insgesamt jetzt. Ich kann nicht meckern, sagen wir es mal so. Also, falls wir irgendwann mal mit Assassin's Creed mal durch sind, wir haben auf jeden Fall genug Sachen zum Weiterzocken. Warte mal, machen wir hier mal cinematisch mal weg. Ich glaube, wir sind da. Ort entdeckt Al-Anbar. Wo sind wir denn? Ah ja. Okay, wir sind wieder hier. Hier gibt es Söldner. Interessant, dass der Winterpalast nicht entdeckt ist. Oder? Ist das entdeckt? Doch, das ist entdeckt. Okay. Aber hier gibt es einen Aussichtspoint. Und da vorne stehen Wachen und die werden mich sofort abmurksen, wenn ich da jetzt durchs offene Tor durchgehe. Weil ich bin immer noch ein gesuchter Mann. Das bedeutet, ja, da steht ein Bogenschütze, da steht auch noch irgendwas. Aber wir gehen mal hier durch. Ich glaube, hier können wir hoch. So. Einfach easy peasy mal hier reingejumpt. Und ja, holen wir uns den Aussichtspunkt auf jeden Fall. Ist schon mal nichts falsch dran. Und meine Vermutung mit Nihal ist, dass die mittlerweile böse ist. So, meine Prediction. Wird vermutlich falsch liegen, aber hey. Wäre witzig, wenn nicht. Ist da oben irgendwas? Oh, eine Truhe.
Das nehme ich. Bauteile, jawohl, alles richtig. Alles wichtig und richtig. Ich glaube, ich muss sowieso auf die andere Seite, ne? Jo. Na komm. Wunderbärchen. Dann machen wir hier unseren Viewpoint. Schauen wir mal, ob es hier in dem alten Dorf noch was zu holen gibt eigentlich. Wichtiger Ort entdeckt. Ah, da läuft was. Verschaffen wir uns einen Überblick. Ich markiere mir den mal. Da hinten scheint auch noch was zu sein. Das ist alles weit weg. Und da ist so ein Ding. Okay. Schneider. Stall. Wo ist denn der? Ah, das ist hier so ein Taschendiebstahl. Und was ist das hier vorne hier? Na komm, du Taube, flieg schneller. Was haben wir hier Schönes? Weiß man nicht. Vermutlich eine Schatztruhe. Was soll sonst hier drin sein? Ja, das ist eine Schatztruhe. Okay. Können wir uns auch noch holen. Dann gibt es hier im Endeffekt drei Sachen zu holen. Der Diebstahl, das Ding hier vorne und die Truhe. Und vielleicht kann ich irgendwo ein paar Steckbriefe abreißen. Das wäre Optimus Prime. Und in der Tat... Da ist zumindest schon mal einer. Was ist denn? Also Katze streicheln. Das ist jetzt nicht so wichtig. Da ist noch einer. Erstmal inkognito werden. Das ist wichtig. Nummer 1. Gut, dann gehen wir jetzt den Kollegen hier bestehlen. Oh komm, hoffentlich triggert die neue Fähigkeit. Nope. Das ging ja voll klar. Da ist Artefakte. Schatz geborgen. Was haben wir denn Schönes? Eine Staurothek. Was auch immer eine Staurothek ist. Das hier wollte ich holen. Und was ist eine Staurothek? Das interessiert mich jetzt. Eine reich geschmückte Kiste aus Silber, Gold und Email. Sie wurde im Byzantinischen Reich hergestellt und zeigt die Kreuzigung. Angeblich enthält sie ein Stück des wahren Kreuzes. Okay. Nice. Alles klar, dann... Ne, Winterpalast will ich nicht. Ist alles uninteressant für mich. Hier, das will ich haben. Andere Paläste. Bagdad war Hauptstadt und Wohnsitz des Kalifen für den Großteil der Abbasidenzeit. Aber vor und nach der Gründung der Stadt entschieden sich einige Kalifen an anderen Orten zu leben. Der erste abbasidische Kalif As-Safar wählte die Stadt Al-Anbar, die Kornkammer, die an einer wichtigen Furt über den Euphrat und in einem äußerst fruchtbaren Gebiet lag, als seine Hauptstadt. Vom 3. zum 7. Jahrhundert wurde sie nach dem sassanidischen König Shapur I., der 244 nahe der Stadt einen großen Sieg über ein römisches Heer errungen hatte, Perus Shapur, siegreicher Shapur genannt. Dieser strategisch und symbolisch wichtige Ort schien eine gute Wahl, aber die Bevölkerung der Stadt war nicht mit der Machtübernahme der Abbasiden, die sie als Thronraub ansahen, nicht zufrieden und nannten den Kalifenpalast aus Trotz und Widerstand weiterhin Hubeiras, was eine Anspielung auf den letzten irakischen Statthalter der Umayyaden war. Als Kalif Al-Mansur auf As-Safar folgte, begann er umgehend nach einem neuen Ort für die Hauptstadt zu suchen und gründete letztendlich 762 Bagdad. 8 Jahre später wählte ein anderer Abbasiden-Kalif einen neuen Ort für seine Hauptstadt Al-Mutasir.
Qasim wollte sein Heer von Bagdads Politik abschirmen. 836 verlegte er seinen Hof, die Verwaltung und das Heer deshalb in eine riesige neue Stadt, die sich 130 Kilometer nördlich von Bagdad befand. Suraman Ra, wer sich sieht, ist entzückt. Samarra, die Stadt, wurde völlig neu nur zu diesem Zweck angelegt und war somit ein starker Machtbeweis des Kalifen. Sie war allerdings auch unhaltbar, unter anderem wegen der unzureichenden Wasserversorgung. 892 nachdem die Kalifen nach Bagdad zurückgekehrt waren und aufgehört hatten, riesige Geldmengen in Samarra zu versenken, verkamen ihre eleganten Gebäude zu gigantischen Ruinen, die von einer goldenen Zeit sprachen. Sie sind gut erhalten, seit 2007 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und stellen ein einzigartiges Beispiel der abbasidischen Architektur und Stadtplanung dar. Also im Endeffekt haben die alle einfach zu viel Geld. Alle zu viel Geld, alle zu viel Macht und unnötig viel Sachen. So, Al-Anbar. Die westlich ältere Stadt Al-Anbar beherbergte die Herrscher des neu errichteten Abbasiden-Kalifats. Bis 762 Bagdad gegründet wurde, obwohl es nicht mehr die Hauptstadt war, behielt Al-Anbar jedoch die Funktion eines Verwaltungssitzes und war eine belebte Handelsstätte. Na gut, das haben wir ja quasi jetzt gerade nochmal gelesen. So, jetzt holen wir uns die Truhe da hinten noch. Was sein muss, muss sein. Was ich aber auch faszinierend finde, ist, dass wir bis jetzt noch nichts von der Außenwelt mitbekommen haben, also von der Realität sozusagen. Und wir sind ja eigentlich im Animus. Ich weiß nicht, wer im Animus ist. Und wieso wir das alles hier erleben. Oh, hier gibt es was zum Sprengen. Okay. Aber guck mal an, warte mal, da drin ist es zum Sprengen. Das heißt... wie macht man das denn jetzt? Lesen. Vorsicht, Zutritt verboten. In diesem Bereich werden Reparaturen durchgeführt und er könnte jeden Moment einstürzen. Das Gerüst ist nur eine Befehlsmaßnahme und sollte nicht für ein Anzeichen von Stabilität oder eine geeignete Abstützung gehalten werden. Bitte achtet diese Warnung, denn wir lehnen jede Verantwortung für Verletzungen, die durch unbefugtes Betreten entstehen, ab. Ja. Aber... das sagt mir trotzdem nicht, wie ich da reinkomme. Ist hier oben irgendwas? Theoretisch könnte ich ja da oben rein, aber Spiel sagt nein. Man muss irgendwie diese Kisten da treffen. Kisten, sage ich. Die Fässer treffen. Okay, von unten komme ich hier auch nicht weiter. Und hier auch nicht. Ich frage mich, ob das möglich ist. Oh, warte. Es ist möglich. Kurz abwarten. So. Truhe plündern. Verbesserungsplan Dolch der Verborgenen. War das nicht der Giftdolch? Nochmal Inventar. Dolch. Dolch der Verborgenen, doch. Oh, nice. Das heißt, ich könnte den jetzt komplett aufrüsten. Weil ich habe da schon zwei. Ah, guck an. Hier, warte mal. Hier wäre auch noch ein Weg gewesen. Ah, da. Deswegen ist da so ein bisschen offen.
Naja gut, ich habe es halt auf meine Art gelöst. Und es hat funktioniert, also was will man mehr? Gut, dann würde ich sagen, wir gehen zu unserer Hauptmission. Hier gibt es noch was zum Einsammeln. Und das ist gar nicht so mal so wenig. Danke, nehme ich alles mit. Halt, da ist noch was. Gut, dann schauen wir mal, ob in unserem alten Zuhause die Nihal noch haust. Und ob die schon einen neuen Typen da drin hat. Der sah kurz aus wie so ein Weihnachtsmann. Ich muss nachher den Kadi zum Reichenviertel begleiten. Und wichtige Dokumente. Warte mal, hier ist doch noch ein Schmied irgendwo. Kann ich doch mal gleich mal gucken, ob ich das den Dolch nicht verbessere. Hier. Also. Ja. Sei gegrüßt. Schön, dich zu sehen. Waren ansehen. Lass mich deine Ware. Bitte. Sie. So. Aussehen, nee, das ist mir wurscht. Sandschwert. Schwert des Verborgenen, da. Nee, das ist Schwert. Sorry. Hier, Dolch des Verborgenen. Gibt mehr Schaden und mehr Verteidigung. Und ich kann es mir leisten, also let's go. Boom. Gut. Und noch mehr Schaden. Das ist gut. Komm, let's go. Neuer Stand. Verbessere eine Waffe vollständig. Wunderbärchen. Direkt eine Trophäe gepunktet hier. So, jetzt müsste ich das gleiche nur noch mit dem Schwert hinkriegen. Und das ist ja mächtig geil, aber ich habe kein Leder mehr, sehe ich gerade. Was das? Aber hey, immerhin unser Dolch. Ist ja schon mal was. Mein Händler wäre auch nicht schlecht. Ich vertick mal eben was. Ich muss bestimmt noch genug Sachen vom Clown haben. Na, wo ist er denn? Da. Frieden, Zadik. Sei gegrüßt. Habe ich nicht genug? Okay. Schauen wir mal, was du hast. Bitte, sag. Hier, verticken. Boom. Ist die Verbesserung deiner Ausrüstung? Direkt mal alles Leder aufkaufen. Ja, das kann ich mir nicht mehr leisten. Okay. Für die Rostam-Montur, für die Zansch-Montur, okay. Ist das alles? Jo, das war's erstmal. Beehre uns wieder. So, das Leder nehmen wir auf jeden Fall mal mit, weil das werden wir noch gebrauchen, glaube ich. So. Dann schauen wir mal, ob die da ist. Die nette Dame. Basim? Du bist es wirklich? Nihal. Ich. Wie er die Bewegung gemacht hat für Kapuze runter. Tut mir so leid wie dir. Ich habe dir so viel zu erzählen. Und ich dir. Wir werden einander eine Audienz gewähren. Doch zuerst muss ich etwas wissen. Ja. Warum bist du wie ein Bauer gekleidet? Vielleicht habe ich dir weniger zu erzählen, als ich dachte. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie die Zeit ohne mich für dich war. Und du? Du lebst doch hoffentlich nicht hier, oder? Weniger leben, mehr arbeiten. Woran? Was ist das denn? Woher kenne ich das? Du hast es gesehen. Auf diesem Ding aus dem Winterpalast. Ich habe versucht, mich an alle Besonderheiten zu erinnern.
Du hast dich die ganze Zeit mit diesem Zeichen beschäftigt? Warum? Weil auch ich es schon einmal sah. Ich weiß nicht mehr wo oder wann. Nur, dass ich es kenne. Was es auch sein mag, es ruft nach mir. Ich habe vor, sein Geheimnis zu lüften. Und du solltest das auch. Na, aber natürlich ruft die Pflicht. Hör schon auf. Ich werde es im Kopf behalten. Wenn du dann mehr Zeit außerhalb dieser muffigen Mauern verbringst als dahinter. Du sorgst dich wirklich um jeden, oder, Basim? Wir sehen uns dann. Ja, keine intime Zeit. Schade. Ich hätte es ihm gegönnt. Ist noch längst nicht besiegt. Meisterin Roshan brütet sicherlich schon einen Plan aus, um sie auszumerzen. Aktivität, rätselhafte Scherben. Sammle Scherben, die hochrangige Ordensmitglieder. Habe ich jetzt nicht gelesen. Wie es scheint, versucht Nihal herauszufinden, wo sich eine geheime Kammer befindet. Ja, warte mal. Wir haben Nachforschung, okay. Das haben wir erledigt. Was ist hier? Nihals Aufgabe. Nihal ist seit einiger Zeit besessen von antiken Schriften. Ich habe einem Ordensmitglied eine seltsame Scherbe abgenommen. Okay. Was ist hier? Melde dich bei Roshan. Okay. Kodex. Ich wollte hier mal kurz gucken. Was ist das? Nee. Da, rätselhafte Scherben. Sind Elite-Gegner des Ordens und im Bagdad, also diese Schwarzgekleideten. Okay, warte mal, was ist im Inventar los? Dolch. Achso. Danke, Spiel. Ich weiß auch, dass es vollständig verbessert ist. Ah, guck an. Direkt in 50 Metern eine Scherbe. Machen wir das doch. Diese Person sieht verdächtig aus. Kasse ich ihn mal an. Wir können für Ordnung sorgen, wenn es sein muss. Ja, bleib ruhig. So viele von uns. Wir bewachen ja nicht die Schatzkammer. Kann ich den einfach beklauen? Oder sagen die nö? Das kann natürlich sein, ne? Scheiße. Na gut. Dann wurde daraus wohl nichts. Oh. Gut, behalte die Deckung oben. Los jetzt. Bam, bam, bam. Rätselhafte Scherben erledigt. Habe ich instant bekommen. Okay. Tragen, tragen, tragen. Ja. Bin weg. Bin unschuldig. Der hatte eine Scherbe dabei, die musste ich haben. Oh, hier ist Sperrgebiet. Ups. Na, jetzt wollen sie mich haben. Naja, na gut. Aber jetzt können wir die Scherben sammeln. Interessant. Sehr interessant. Entschuldigung. Na komm. Hört auf, mich zu suchen, damit ich hier weg kann. So, wo muss ich eigentlich hin? Ich muss da wieder zurück. Okay. Aber. Ich habe gerade gesehen, ich habe das hier noch vergessen mitzunehmen. Das heißt, ich müsste noch einmal kurz dahinter zurück. Da nehmen wir doch den und dann fahren wir von dort aus. Weil dann muss ich da in das Eck nicht mehr hingehen.
Was weg ist, ist weg. So. Ist jetzt ungünstig, dass ich hier oben starte, aber dann gehen wir halt so runter. Sollte jetzt auch kein großes Problem sein. Gut. Bonnie, auf geht's. Weil das ist ein Sammelgegenstand, dann habe ich es weg, weißt du. Und dann ist alles wieder gut. Dann muss ich hier nicht nochmal extra hinfahren irgendwann. Wie ich das Pferd einfach nicht juckt, finde ich super. Einfach durch da. So, da ist es auch schon. Ah, perfekt. Mit einem Poster von mir. Das könnte keine bessere Kombination sein. So, Kamele. Gut, ob ich jetzt Kamele hier durchlesen muss. Na komm, bis jetzt haben wir alles gelesen. Auch wenn Kamele ein beinahe unausweichliches Klischee bei Darstellung der islamischen Welt sind, waren diese sogenannten Wüstenschiffe für lange Zeit nicht nur die charakteristischen, sondern geradezu unersetzlichen Transportmittel in ganz Eurasien. Kamele waren schon in der Antike als Lasttiere bekannt und wurden von Marokko bis nach China eingesetzt. Dank ihrer breiten und weichen Füße können sie auf jedem Gelände das Gleichgewicht halten und ihre fettspeichernden Höcker versorgen sie in Regionen, in denen Nahrung knapp ist, mit Energie. Darüber hinaus können Kamele beinahe alle Pflanzen fressen, sogar dornige, und sie in Milch oder Fleisch für hungrige Karawanenführer umwandeln. Sie sind äußerst resistent gegen Extremtemperaturen, wobei die Dromedare, ein Höcker, eher an Wüsten angepasst sind und die Trampeltiere, zwei Höcker, an kalte und bergige Regionen. Sie können mehr Gewicht tragen als Pferde oder Esel, was sie zu perfekten Lasttieren macht. Ihre Effizienz und Flexibilität hatten großen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg des Abbasidenreiches, da sie Reisen und Fernhandel über das ganze Reich ermöglichten. Und da sie überraschend schnell laufen können, waren sie auch im Krieg nützlich. Die bevorzugte Nutzung von Kamelen hatte wichtige Konsequenzen für die Landwirtschaft und die Stadtplanung des Reiches. Die Kalifen mussten kein großes Netzwerk von gepflasterten Straßen unterhalten, da Kamele so etwas nicht brauchen. Außerdem machen sie Wagen mit Rädern quasi überflüssig, weshalb die Straßen in den abbasidischen Städten viel enger sein können als anderswo. Die hohen Gebäude an den schmalen Straßen sorgen für Schatten in den Städten, wodurch die Temperatur innerhalb der Städte um einige Grad niedriger war als in deren Umgebung. Na schau, das mit den Höckern habe ich nicht gewusst. Dass ein Höcker für Wüste und zwei Höcker für Berglandschaft gedacht ist. Aber hey, cool. Ich habe sogar schon zwei. Wo habe ich denn das erste her? Naja. Wir porten uns wieder hier. Gut, dann quatschen wir doch mal mit Roshan, was die gute Alte uns erzählen mag. Die gute Dame. Die alte Schachtel. So, rein da. Hopp. Ich überlege gerade wieder meine Rüstung umzuziehen, tatsächlich. Ich glaube, das mache ich. Irgendwie, auch wenn die sinnvoller ist, die Montur hier, werde ich mit der nicht warm. Nee, ich belasse es bei der. Ich finde die einfach passender und besser, als mit der anderen Montur rumzulaufen. Gepriesen sei Allah. Er sei gepriesen. Gut, dass du wohlauf bist. Gepriesen sei Allah, der erste von vielen noch kommenden Erfolgen. Das können wir nur hoffen. Es gibt noch viel zu tun. Während wir auf El-Khul konzentriert waren, suchte Fulad in aller Stille nach Orten für weitere Bruderschaftshäuser. Ich habe in drei Bezirken höchst unauffällige Behausungen gefunden.
Tabit und Rivka sind aus Alamut gekommen und auf dem Weg nach El Abbasiyah und El Kach. Ich breche bald nach Asharkia auf. Und ich schließe mich Rivka in El Kach an, wo Bestechlichkeit so normal ist wie trockene Luft. Sprich mit Abu Jafar über die Dinge, an denen er arbeitet, und dann komm zu uns. Sieh dich um, Basim. Ich habe vielleicht etwas, das dich interessiert. Jawohl, wir können was Neues freischalten. Ein neues Hilfsmittel. Wähle dein Hilfsmittel weise. Alle Hilfsmittel können mittels Fertigkeitspunkte freigeschaltet werden. Ein Blaspfeil. Ein lautloses Geschoss, das Ziele zum Einschlafen bringt, kann angepasst werden, um zu vergiften und Ziele in Rage zu bringen. Ich glaube, wir wissen schon, was es wird. Rauchbombe, eine alchemistische Fiole, die eine dichte Rauchwolke freisetzt, welche die Sicht versperrt. Der Rauch kann für Angriff oder Verteidigung angepasst werden. Falle, eine nicht tödliche Annäherungsmine, die Gegner für längere Zeit umwirft, kann tödlich gemacht werden. Und Lerma, ein kleiner Sprengsatz, der Wachen von Basim fortlockt, kann zu einer Waffe gemacht werden. Ja, auf jeden Fall das Blasepfeil. Das sollte mir dienlich sein. Vielen Dank, Ahmad. Ich bin Abu Jaff. Du scherzt. Von Zeit zu Zeit. Bis später dann, Abu Jaffar. Pass auf dich auf. Du auch, Basim. Verschiedene Bruderschaftshäuser der Verborgenen sind jetzt verfügbar. Im Nachforschungsmenü findest du Details dazu. Kopf der Schlange, Oberhaupt des Ordens, neuer Fall. Neuer Rang erreicht, Lehrling. Wir sind endlich Azubi. Und ein Lehrlingstalisman haben wir bekommen. Oh, was ist das? Interagieren. Ein Hilfegesuch von Marjana, der Tochter von Ali Baba, ein Händler, unermesslich reich. Was könnte die Tochter eines berühmten Kaufmanns wollen? Da steht, ich soll sie vor den Toren von Bagdad treffen. Verborgener, ich heiße Marjana. Ein alter Freund namens Beshi verwies mich auf dich. Er sagte, dass ihr schattenhaften Figuren vertrauenswürdig werdet. Und daher hoffe ich, dass du mir bei einer heiklen und möglicherweise gefährlichen Angelegenheit helfen kannst. Es geht um meinen Vater Ali Baba. Sicherlich hast du seinen Namen schon mal einmal gehört. Komm schnell zu mir vor die Tore im Süden Bagdads. Marja. Okay. Eine mehr oder weniger aufgezwungene Aufgabe. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben Inventar, war da was Neues? Oh, wir können unsere Montur aufmuntern. Und wir können das Aussehen ändern. Wie schaut denn das aus? Talisman des Lehrlings. Dieser Talisman wird denen verliehen, welche den Rang des Lehrlings unter den Verborgenen Alamuts erlangen. Okay, na ja, gut. Gut, was haben wir da bei der Nachforschung? Der Kopf des Ordens. Ein Hinweis bestätigt, dass es in Bagdad einen Kopf des Ordens der Ältesten gibt. Setze deine Nachforschung fort und enttarne die Ordensmitglieder, die in den Bezirken Bagdads arbeiten, um mehr Hinweise zur Identität dieses Oberhaupts des Ordens zu erhalten. Also, das ist der Big Babo. Alles klärchen, Bärchen. Da haben wir schon wieder eine neue Sache. Da haben wir verschiedene Dinge. Das sind alles verschiedene Bruderschaftssachen. Was ist das? Das ist die Marjana. Okay, alles klar. Und da haben wir unsere Nebensachen. Aber hier haben wir ja auch noch was. Hinweis nicht gefunden, Hinweis nicht gefunden. Okay. Na gut, was haben wir hier noch? Halt Nebenaufträgen. Keine neuen Aufträge. Na gut. Ja, genau, ich wollte die Montur anschauen. Warte mal, ich brauche mal ein besseres Licht. Ja, mal kurz mal hier rauf. Von der Farbe her. Guck mal, wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Zeig mal her. Zeig mal her, das gute Ding. So, oder? So. Ah, mit dem blauen Kapuzending. Ah, nee. Ich behalte mal den Standard.
Standard schaut gut aus. Alles klar. Dann, jo. Da ist die Marcha. Ansonsten haben wir hier einen Haufen Sachen. Dann würde ich doch vorschlagen, wir machen hier ein paar Missionen. Als erstes würde ich gern zum Schneider meine Rüstung verbessern. Und dann gehen wir doch zu dieser Mission hier. Stiehl das Boot. Machen wir das. Machen wir die Nebenaufträge hier mal weg. So. Autsch. Oh, meine Heiltränke sind alle gar nicht voll. Na. Ich grüße dich. Sei willkommen. Was gibt es heute bei dir? So viel Auswahl. Gut, mich interessiert eigentlich nur das hier. Das Eingeweihten von Alamut. Gegner hören 75% weniger Lärm, während Basim Attentate verübt. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Eine gute Wahl. Was wir können, das können wir. Und wir haben fast keine Stallbahn mehr. Auf ein andermal. Komm gerne öfter vorbei. Okay, wir sollten mal ein bisschen mehr beklauen. Wieder mal ein bisschen an Kohle kommen. Was ist das? Achso, das ist Davis. Wie viel habe ich eigentlich von Davis? 6 Stück haben wir, glaube ich, gebraucht. Und ich habe 3, also noch nicht genug. Na gut. Aber warte mal, ich kann mich auch hinporten. Das ist sinnvoller. Gut. Na komm. Ich muss mir nur das Ding noch mal kurz durchlesen für die alternative Belohnung. Unentdeckt bleiben. Okay, weil das wäre richtig gut. Nochmal 2 Händlermünzen, die würde ich gerne mitnehmen. Ja, was jetzt? Achso, draußen. Weil, warte mal, speichern wäre nicht schlecht. Das machen wir mal. Gut. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Bitte des Auftraggebers unentdeckt bleiben. Genau. Hier ist doch gar kein Wasser. Okay, wir sind jetzt schon im Sperrgebiet. Okay. Da ist das Boot, was wir brauchen. Und da ist ein Gegnerz. Da ist ein Gegnerz. Da oben sind Sachen. Muss mal kurz beobachten, wie der hier arbeitet. Wenn der jetzt hier rumläuft. Ja, und das tut er. Ist das sehr ungünstig, deswegen. Klack. Klack. Genau, der da oben macht jetzt natürlich Ärger. Wenn ich nicht aufpasse.
glaube, den wäre es sinnvoller, wenn ich den auch noch umniete. So, was safe ist, ist safe. Weil man weiß ja nie. Okay, ich muss ja irgendwie das Tor aufkriegen. Oh oh. Oh. Da sind zwei. Scheiße. Okay, Enkidu, mach mal deinen Job. Was haben wir hier? Da ist noch einer. Da ist einer. Ah, das ist quasi da, wo wir gerade herkommen. Das wäre eine Alternative. Okay, also wir haben oben zwei. Einer läuft da hinten, einer chillt hier vorne, einer läuft hier. Den könnte ich von unten umnieten, aber dafür muss ich den aus dem Weg räumen. Und ich müsste den hier aus dem Weg räumen. Fürs Erste. Hier unten ist clean. Okay. Ich muss den Weg freiräumen, um das Boot da rauszubekommen. Ja. Das wären wir. Jetzt ist die Frage, kriege ich den Burschen? Wir kriegen hier angelockt. Hey. No. Was ist da los? Na komm. Die da hinten. Oh, nö, ich sehe nichts. Okay, gut. Der läuft hier durch die Gegend. Das heißt, hier könnte ich ihn umnieten. Das bietet sich an. Aber ich müsste von da rechts kommen. Wobei... Nee, müsste ich nicht. Ich glaube, ich kann da hochklettern. Okay, wir probieren's. Weil hier ist nicht umsonst so ein Weg. Ich warte mal, bis der da weg ist. Weil der wird mich, glaube ich, sehen. Nein, komm. Jo, passt. Wunderbar. Da ist einer, der... Ärger macht. Wir warten. Was ist? Hier ist noch einer. Wir checken mal kurz die Gegend. Hat sich sonst nichts geändert. Der hier oben könnte ein Ärger werden. Aber sonst. Ich habe nichts gesehen da hinten. Selbst wenn er da oben guckt, ist das dem, glaube ich, soweit egal. Einsteigen. Hier sollte es glatt laufen. Verwende Dreieck, um dein Boot neu auszurichten. Okay. Ja.
ist rein. Okay, unentdeckt bleiben haben wir erledigt. Sehr schön. Das hat doch einwandfrei funktioniert. Boah, irgendwie... Entschuldigung, musste kurz husten. Irgendwie taugen mir diese Missionen, die so richtig in Stealth zu machen. Und das ist auch richtig belohnend irgendwie. Gefühl, also gefühlstechnisch. Ich mag's. Und was ich hier richtig abfeiere, ist, dass die Missionen keine 100% diese 100% Synchronisationsscheiße verlangen. Du bist komplett frei in dem, wie du die Lösung machst. Das finde ich super. So, Auftrag abgeschlossen. Du hast genügend Material für Verbesserungen und Hilfsmittel. Ah ja. Gefallensmünze der Händler, gleich 4 Stück. Das ist das Geile. Okay, dann würde ich gerne zu Darin gehen. Oder nee, nicht Darin, wie heißt der? Der, wo er eben Ahmed sagt. Ich sag ihn jetzt auch Ahmed. Wir gehen zu Ahmed und schauen mal, was wir mit unserem Blasepfeil da verbessern können. Und ein neuer Auftrag ist verfügbar. Cool. Na, ja, wir gucken mal. Na komm, geh da runter. Und das Looten geht nicht. Okay. So, jetzt Ahmed. Schön, dich zu sehen. Hilfsmittel freischalten, Hilfsmittel verbessern. Ich will erstmal das. Kannst du das verbessern? Sei mein Gast. Gut, was können wir denn verbessern? Was kostet das? 60, 30, 20. Habe ich. Was würden wir dafür bekommen? Zusätzliches Fassungsvermögen. Erhöht die Anzahl der Nutzung dieses Werkzeugs um 2. Verlängert die Effektdauer. Das ist gut. Und erhöht die Wirkungsreichweite. Das wäre nicht schlecht. Was haben wir hier? Wolkeneinschlag. Wende den aktuellen Effekt der Blasepfeile in einem Wirkungsbereich an. Tödliche Dosis. Ziele werden vergiftet statt eingeschläfert. Und Stärke. Das Ziel kann von anderen Wachen nicht mehr geweckt werden. In Rage geratene Ziele sterben, wenn der Effekt endet. Und auf Stufe 3, Berserkerpfeil. Lässt das Ziel in Rage geraten und alle in ihrer Umgebung angreift, ersetzt den Schlafeffekt oder tiefer Schlummer. Schaden weckt das Ziel nicht auf, der Schlafeffekt hält endlos an. Okay, wir machen erstmal Stufe 1. Stufe 2 können wir uns schon mal nicht mehr leisten. Und ich würde sagen, wir machen mal die erhöhte Effektdauer. Das ist schon mal was Gutes. Kann ich neue Hilfsmittel freischalten? Für mich? Das ist mein Angebot. Kann ich das freischalten? Nee. Bastard? Ja, lass mal. Meinen größten Dank. Bis bald. Jo, bis dahin, Kollege. Warte mal. Hilfsmittel. Die sind noch zu. Ah, jetzt könnte ich die hernehmen. Kostet 2 Fertigkeitspunkte, kostet 2 Fertigkeitspunkte, kostet 2 Fertigkeitspunkte. Ich würde erst die hier nehmen, den Tüftler, und dann würde ich die alle nehmen, damit wir alle unsere Sondersachen haben. Und dann fokussieren wir uns auf diesen Baum. Und am Ende dann auf den Jäger hier. So, es gibt neue Sachen. Die markierten Münzen. Die Händler vermuten, dass es unter ihnen einen Verräter gibt. Übergibt den Delegierten der Händler einige markierte Münzen, um ihn zu überführen. Belohnungen, es gibt 2 Händlermünzen, eine neue Montur und 45 von den Dingern. Gewinne das Rennen, Belohnung für die erfüllte Bitte, wäre nochmal 2 Dinger mehr. Okay, wir nehmen es einfach mal an. Die markierten Münzen. Gut, ich würde noch mal kurz zu einem Händler kurz gehen wollen. Oh, da ist eine Shard. 145 Meter weit weg. Ah, und da ist auch direkt ein Händler. Na komm, machen wir das doch.
Hier das markieren und hier hinfliegen. Nehmen wir mal jede von dieser Scherbe mit, die wir können. Und die wir sehen. Ich denke mal, das werden nicht arg so viele sein. Hoffe ich. Aber jetzt ist halt die... Ein Mitglied von Adia. Dem sollte ich nachgehen. Ja, warte mal. Blasrohr. Preise der jeweiligen Waren zu halten habt. Kein Preis darf über dem festgelegten Betrag liegen, ups, sofern keine ausdrückliche Erlaubnis des Kalifen. Wer pennt, verliert. Noch eine Scherbe. Bestiehl eine vom Blasefall getroffene Wache. Cool. Und ich habe die bestohlen, ohne den Typen zu killen. Haha. Oh, und hier ist direkt die markierte Münze. Und da ist der Händler. Wir gehen erstmal zum Händler. Nachforschung. Was haben wir hier? Also, weiß man nicht, ne? Okay. Na gut, na gut, na gut, na gut. Inventar. Da ist wieder die Scherbe. Jo, passt. Okay, ab zum Händler. Ach, da steht ja genau hier neben dran. Blöd. So, dir gebe ich mal die drei Händlermünzen. Damit haben wir unseren maximalen Rabatt erreicht. Genau, Preise um 30% reduziert. Ja, das werden wir tun. So, indem wir Sachen verkaufen. Und alles nachkaufen. So. Mehr kann ich aktuell nicht tun und ich bräuchte mal ein bisschen mehr Geld. So, wir haben da vorne ein Buch und noch ein Rätsel. Das werden wir auch noch angehen. Aber jetzt würde ich sagen, wenn wir schon hier nebendran stehen, machen wir doch einfach die Mission hier. Wir müssen das Rennen gewinnen, hieß es. Eine Truhe ist hier noch. Oh, das gab's geschenkt. Nehme ich. Ein Taktmann müssten wir treffen, ne? Wo ist denn der? Oh, schau mal, der hat aus. Und, naja, Händlermünze. So will ich das haben. Hey, nee, im Ernst mal. Wo ist denn der jetzt? Find ich doof? Hinter mir. Nee, der Blaue ist es nicht. Ach, da, der Weiße wahrscheinlich. Oder? Nee, das ist ein Schneider. Hä? Bin ich blöd? Ja, die kann ich kurz erleichtern. Und noch eine Münze. Wunderbar. Der hat auch noch was. Oh, der hat auch noch was. Nehmen wir alles mit, wenn die schon hier vorbeilaufen. Noch eine Münze. Und ein Rubin. Nee, jetzt mal im Ernst, wo ist denn der? Triff dich mit dem Kontaktmann. Bist du mein Kontaktmann? Nee. Ruf ein Kilo, um Bestziele aufzufinden. Ja, aber ich finde hier keine Questziele. Okay, komisch. Alles irgendwie komisch. Mache ich irgendwie was falsch? Die Händler vermuten, dass es unter ihnen einen Verräter gibt. Übergibt den Delegierten der Händler
einige markierte Münzen, um ihn zu überführen. Verfolgen. Details. An die Verborgenen. Wie ihr wisst, leiden wir Händler unter den Angriffen örtlicher Räuber. Sie können derart dreist und ungestraft zuschlagen, dass ich vermute, dass ein Verräter sie mit den erforderlichen Informationen versorgt, um dies zu beweisen. Habe ich mit den Verborgenen vereinbart, mir eine gewisse Menge markierter Münzen zukommen zu lassen. Mit Hilfe dieser Münzen gedenke ich, den Verräter aufzuspüren. Die Münzen werden heute gebracht. Trefft euren Bundesgenossen in der Nähe des Platzes südlich der großen Moschee. Dort wird er euch die Münzen übergeben. Bringt sie dann unverzüglich zu mir. Ihr findet mich im Verwaltungsbezirk unweit einer kleinen Moschee beim Bab Dimashq, der delegierte Händler. Also muss hier einer rumlaufen? Unter den Künstlern befinden sich auch Lehrlinge von Arib al-Mamunia. Ich check's nicht so ganz. Wo ist denn der Typ? Warte, muss ich vielleicht doch mit den Händlern hier reden? Ist das einer von den Kontaktmännern? Schön, dich zu sehen. Willkommen. Nee, du bist es auch nicht. Ich muss gehen. Bis dann. Nee. Bist du's? Ich grüße dich. Willkommen. Nee, auch nicht. Ich sollte mal weiter. Bis demnächst. Okay, jetzt checke ich gar nichts mehr. Hä? Okay, hier kann ich jemanden erleichtern. I take that. Wieso gibt es hier so viele Gefallensmünzen? Das ist auch schon irgendwie sehr, sehr strange. Naja, ich lasse jetzt mal hier das bleiben. Vielleicht ist es irgendwie nicht gezündet oder so. Wir gehen mal später hier hin. Wir gehen mal zu diesem Buch. Mein Enkidu. Hier, mach hier mal. So. Alles klar. Los, 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 los. Halt. Mitnehmen. Gefallensmünze der Macht. Jawohl, die brauche ich. Halt. Hier. Türe verriegelt, natürlich. Hätte auch nichts anderes erwartet. Okay, also komplett unter uns. Türe verriegelt. Ah, da ist das Fenster. Halt, Taschendiebstahl. Und rein in die gute Stube. Was gibt's denn hier Schönes? Ein Messerchen kann ich nicht mitnehmen. Und eine Tür, bei der ich nicht durchkomme. Mal ernst? Das ist aber nicht dein Ernst. Hilfsmittel. Ah. Wir haben die Tür abgefackelt. So kann man es natürlich auch machen. Das ist eine Alternative. Gebe ich zu. Ja, hier gibt es sogar so ein Ding auch noch. Na, wir nehmen mal das Buch mit. Verlorenes Buch. Schatz gefunden. Plus einen Fertigkeitspunkt. Jawohl. Nehme ich. Kalila und Dimna. Mein Freund erzählte mir diese Geschichten, als wir die Straßen auf der Suche nach Nahrung, die wir stehlen konnten, durchwanderten. Er sagte, er hätte sie sich ausgedacht. Mir wurden erst später klar, dass einige Leute diese Geschichten nahezu sicher wiedergeben können, wie der Koran. Meine Lieblingsgeschichte ist die mit dem Zimmermann und dem Affen.
Wie ich sie verstehe, will ich sie uns lehren, wie wichtig Geduld ist und zu gehen, bevor wir rennen. Okay. Na gut, na gut. Nehmen wir mal das hier. Einmal schnell abgehackt hier. Gut, dann nehmen wir das hier. Ah, jetzt haben wir denselben Spaß nochmal. Moment. Jetzt habe ich es weggedrückt aus Versehen. Bürger. Ne, nicht Bürger. Fraktionen, Gegner, Regionen. Ja, whatever. Ach, hier. Kalila und Dimmer. Die Söhne des Kalifen wuchsen im Harem auf, fernab von der Welt, über die sie möglicherweise in Zukunft herrschen würden. Es gab viele Methoden, um sie darauf vorzubereiten. Es gab Tutoren und sehr spezialisierte Verwaltungsbeamte. Außerdem gab es ein literarisches Genre namens Fürstenspiegel, das Lektionen in Form von Parabeln enthielt. Das bekannteste Beispiel dafür ist Kalila war Dimna. Diese Sammlung von Fabeln erzählt die Geschichte eines Königs, Depschlim, der für die Politik als Staatsmann und am Hofe den Rat des weisen Bitpai suchte. Der alte Mann antwortete ihm mit verwobenen Geschichten, in denen von Tieren und insbesondere von den beiden namensgebenden Schakalen Kalila und Dimna erzählt wird. Die versuchen, in den inneren Zirkel des Löwenkönigs vorzudringen, indem sie clevere Tiergeschichten erzählen. Kalila war Dimna entstand auf ähnliche Weise wie viele andere Texte in dieser Zeit. Die erste Version erschien unter dem Namen Panhatantra im 3. Jahrhundert vor unserer Zeit in Indien und wurde gegen 750 aus dem Mittelpersischen ins Arabische übersetzt. Bei jeder Bearbeitung wurden neue Elemente hinzugefügt. Der Übersetzer Ibn al-Mukaffa war auch ein bekannter Autor eigener Schriften und gehörte zu den angesehensten Gelehrten am Hof der Abbasiden. Seine Arbeit brachte diese indischen und persischen Werke nicht nur einem neuen Publikum näher, sondern half auch, sie für zukünftige Generationen zu bewahren. Kalila war Dimna hat seitdem viele andere Sammlungen von Geschichten inspiriert, von Machiavellis Der Fürst bis zu den Fabeln von La Fontaine und wird auch heute noch gerne gelesen. Ich finde super, dass man solche Infos hier bekommt. Das ist echt cool. Props an Ubisoft. So, weg hier. Gut, was haben wir hier noch? Sadiki, hier ist er was. Das nehmen wir mit. Ich check immer noch diesen komischen gelben Kreis nicht, ne? Was der mir eigentlich sagen will. Wenn ich mit dem Vogel rumfliege. Die große Moschee. Jo, alles klar. Ich liebe den Parcours. Der ist mega cool. Halt, nicht runterfallen. Interagieren. Hatsch, Pilgerreise nach Mekka. Entschuldigung. Es ist allen Muslimen, die körperlich und finanziell dazu in der Lage sind, auferlegt, einmal im Leben eine Pilgerreise nach Mekka, der heiligsten Stadt des Islam, zu machen. Dieser sogenannte Hajj findet nur einmal im Jahr statt, im 12. und letzten Monat des islamischen Mondkalenders. Dort gedenkt man Ereignissen, die mit dem Leben des Propheten Ibrahim, seines Sohnes Ismail und seiner Frau Hajar zusammenhängen. Gemäß islamischer Glaubensvorstellungen bauten sie einen Tempel in Mekka, die Kaaba, Würfel, wieder auf, der von Engeln für die Verehrung Gottes erbaut und von Adam und Eva, den Eltern der Menschheit, besucht worden war. Über die 5 Tage des Hajj führen Muslime eine Reihe von Ritualen durch, die Gott an der Stätte seines ersten Tempels ehren und ihre Einheit mit anderen Gläubigen symbolisieren sollen. Alle Pilger tragen dieselbe schlichte weiße Kleidung und bewegen sich in Eintracht um die Kaaba. Sie weisen symbolisch die Versuchung des Teufels von sich, indem sie Kiesel auf Säulen werfen und Mahlzeiten teilen. Tausende von Kilometern Wüste und Bergpfade zu überwinden, um Mekka zu erreichen, war ein schwieriges und gefährliches Unternehmen für Pilger, die aus der ganzen islamischen Welt kamen. Sauberes Wasser zu finden und mitzunehmen war dabei von besonderer Wichtigkeit und Flaschen wie diese waren wertvolle Besitztümer für jeden Pilger. Eine der Hauptaufgaben jedes Kalifen war es, somit die Pilger zu unterstützen, indem sie dafür sorgten, dass die Infrastruktur instand gehalten, Vorräte angeboten und die Straßen bewacht wurden. Die berühmteste dieser Wohltätigkeiten ist der Darb Subadaya,
in ein Netzwerk aus Meilensteinen, Quellen, Feuerzeichen und Karawansereien, das von der ersten Frau des Kalifen Harun al-Rashid eingerichtet wurde. Und wieder was Neues gelernt. Da ist noch was. Oh, hoffentlich überlebe ich das. Oh, ja, geht. So, hier ist nochmal so ein Ding. Säulen des Islam. Nach heutigem Verständnis ruht der Islam auf 5 Säulen, Kernglaubenssätzen und Praktiken, die in gewissem Maße von allen Muslimen geteilt werden. Die erste Säule ist der Monotheismus und das Bekenntnis dazu durch die Schahada, die Betreuung, dass keinen Gott außer Gott gebe und dass Muhammad sein Prophet sei. Um Muslim zu werden, muss man nur diese Aussage mit Überzeugung sagen. Die zweite Säule ist das Gebet, das zu festen Zeiten 5-mal am Tag durchgeführt wird. Es beginnt mit der rituellen Waschung von Händen, Gesicht und Füßen, dann beim Ruf des Muezzin wenden Muslime sich nach Mekka und rezitieren entweder laut oder still Verse des Koran, während sie eine Reihe festgelegter Haltung einnehmen. Sie können überall beten, sollten aber, wenn sie können, jeden Freitag an einem öffentlichen Gebet in einer Moschee teilnehmen, um ein Gefühl von Zugehörigkeit zu erleben. Die dritte Säule ist das Geben von Almosen in festgelegter Höhe, abhängig von Vermögen und weniger gut gestellte Mitglieder der Gemeinschaft zu unterstützen. Die vierte Säule ist das Fasten vom ersten bis zum letzten Licht des Tages während des heiligen Monats Ramadan. Diese wird als Zeit der Einkehr und Konzentration auf die wahren Bedürfnisse, auf Offenheit und Mitgefühl gegenüber den weniger Glücklichen verstanden. Die fünfte Säule ist schließlich, dass jeder Muslim zumindest einmal im Leben eine Pilgerreise nach Mekka unternehmen sollte. Dabei tragen alle dieselbe schlichte weiße Kleidung und die Gleichwertigkeit aller zu unterstreichen. Die fünf Säulen, also Schreibfehler, Ubisoft, werden im Koran und in Anekdoten über das Leben des Propheten Muhammad angesprochen. Wie genau sie Anwendung finden, hat sich jedoch mit der Zeit entwickelt, sodass es kleine Unterschiede in der Praxis des Islam zwischen verschiedenen Gruppierungen von Muslimen gibt. Alles klar, jetzt haben wir so das How to be a Muslim gelesen. Nee, echt Respekt. Also jeder soll das glauben, was er will. Ich bin da komplett tolerant. Ich selber bin kein gläubiger Mensch, ich bin zwar getauft, aber bin trotzdem kein Gläubiger in der Art. Also ich glaube zwar, dass es was Übernatürliches gibt, ich bin aber eher so der Karma-Typ. Also ich glaube eher an Karma als an was anderes. Ja, chill mal. Ich muss hier irgendwas machen, hier, glaube ich. Na gut, jetzt hauen wir erstmal ein paar Leute um. Jetzt haben wir gerade über Moslems gelesen. Ne, Moslem und Muslime, ist das das gleiche? Da, ich blamier mich schon wieder. Indem ich sowas nicht weiß. So, du bist down. Ob das so eine gute Sache ist, was ich hier gerade mache? Naja, die sind auf jeden Fall ruhig gestellt. Kann ich. Ey, ich find das richtig cool gemacht, dass man solche Sachen machen kann. Okay, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Klack. Truhe plündern. Verbesserungsplan Zandschwert des Aufbegehrens. Okay, I take that. Gut, und dann jetzt mal raus hier wieder. Entschuldigung, Jungs. Ich will keine mehr von euch umnieden. Ist das schon weit genug? Nope. Hätte ja sein können. Oh, das war glaube ich nicht die beste Idee. Oh, hier ist so ein Ding zum Mitnehmen. Machen wir gleich. Die tauche ich nochmal unter. Untertauchen. Oder geht das hier nicht? Okay, ich glaube, die haben keinen Bock mehr. Hat ja funktioniert, wunderbar.
Gut, dann nehmen wir das nächste mit. Die Tore Bagdads. Heute so ein bisschen eine kleine Lesestunde. Aber ich will das Gebiet so ein bisschen fertig machen, jetzt wo ich glaube, wir alles freigeschaltet haben, was es zum Sammeln gibt. Die Tore Bagdads. Seit seiner Gründung war Bagdad von Mauern umgeben, die seine Bewohner von Eindringlingen und Sandstürmen schützten. Eine Reihe großer Tore erlaubte es an den Militär, Präzision und Händlern, diese beeindruckenden Befestigungsanlagen zu durchschreiten. Das auffälligste Merkmal der Stadt war ihr runder Aufbau. Die kreisförmige Gestalt war von neueren Städten des 7. Jahrhunderts und antiken Städten wie Gur und Ver Ardashir beeinflusst, die von sassanidischen Königen Jahrhunderte vor der Gründung Bagdads durch Kalif al-Mansur errichtet worden waren. Im 10. Jahrhundert war Bagdad über die runde Stadt hinausgewachsen und diese wurde aufgegeben. Aufgrund der Zerstörung der Stadt 1258 durch die Mongolen und die folgenden städtischen Entwicklungen auf den Ruinen haben keine archäologischen Belege der runden Stadt überdauert. Die kreisförmige innere Stadt konnte durch vier gleich weit voneinander entfernte Tore betreten werden. Jedes führte in eine andere Region der Stadt des Reiches und wurde nach diesem Ziel benannt. Bab al-Kufa im Südwesten, Bab al-Basra im Südosten, Bab Charosan, Ostiran und Usbekistan im Nordosten und Bab al-Sham, Syrien bzw. Damaskus im Nordwesten. Die äußere Mauer wies viele weitere Tore auf. Die meisten wurden nach einem Merkmal oder einer Besonderheit in der Nähe benannt, zum Beispiel nach einem Granatapfelmarkt oder einer Mühle. Einige waren für berühmte Ereignisse bekannt, die dort stattfanden. Wie in anderen Städten des Reiches trug das Eiserne Tor zu seinen Namen, weil es als Galgen diente und darauf die Köpfe von Verrätern als Warnung an andere ausgestellt wurden. Der berühmteste unter ihnen war der des Kalifen Al-Amin, nachdem dieser in einem Bürgerkrieg besiegt worden war. So, was haben wir hier? Inventory. Genau, Verbesserungsplan. Zans Schwert des Aufbegehrens. Was ist denn das für eins? Das hier. Nach perfekten Ausweichen von 50% mehr Schaden zu. Ja. An sich nicht schlecht. Okay. Jetzt haben wir das. Dann können wir ja nochmal hier auf den Markt gucken, ob wir den Typen finden, der da gemeint war. Und hier gibt es nochmal so eine glühende Kugel zum Einsammeln. Eine glühende Kugel des Wissens. Aber ich bin immer noch gesucht. Das war natürlich jetzt ungünstig. Naja, komm, auf geht's, Basim. Oh, so viel dazu. Aber wieso sehe ich meine Gesuchsleiste nicht? Ich sehe auch keine Steckbriefe oder sowas hängen. Na, vielleicht, wenn ich jetzt offiziell nicht mehr gesucht bin? Nee, immer noch nichts. Na gut. Dann nicht. Dann bin ich auch nicht gesucht, dann kommen wir nicht so. Seilrutschen Action. So, was haben wir hier für ein Ding? Abbasidische Revolution. Die Abbasiden kamen im Zuge einer Revolution an die Macht, angeführt von den Nachkommen Al-Abbas, eines Onkel des Propheten Muhammad. Erhoben sich arabische Abtrünnige von allen Truppen aus dem Irak und Khorasan gegen das Umayyaden-Kalifat in Damaskus. Von besonderer Bedeutung war hierbei der Heerführer Abu Muslim, ein General entweder irakischer oder persischer Abstammung, dessen Können auf dem Schlachtfeld schließlich zu Sturz der herrschenden Dynastie führte.
Die Umayyaden-Dynastie hatte seit 661 die Kalifen gestellt. Als Ergebnis der rasanten Expansion des Reiches in den Folgejahren entstand Spannung zwischen der lokalen Bevölkerung und den Verwaltern der Umayyaden. In den 47er Jahren wurde das Umayyaden-Imperium von den Völkern Nordafrikas unter beachtlich Druck gesetzt. Der beträchtliche Abzug von Truppen, welche erfolglos in diesen westlichen Teil des Reiches geschickt wurden, um die Autorität des Kalifen wiederherzustellen, kam der Revolution der Abbasiden zugute. Einflussreiche Personengruppen im östlichen Teil des Reiches, die mit der herrschenden Dynastie und insbesondere ihrer Steuerpolitik unzufrieden waren, nutzten die militärisch geschwächte Position der Umayyaden aus, um das Zentrum ihrer Macht in Syrien anzugreifen. Da ihnen weniger Truppen zur Verfügung standen, fiel Damaskus, das Kernland der Umayyaden, 750 nach der Schlacht am Sab an Abu Muslims Truppen. Nach dem Sieg haderten die neu eingesetzten abbasidischen Kalifen damit, was sie mit dem gefährlich beliebten Helden der Revolution tun sollten. Um seine Macht zu sichern, ließ der Kalif Al-Mansur Abu Muslim schließlich ermorden. Die Abbasiden-Dynastie stützte sich jedoch weiterhin auf die Perser als Grundlage ihrer Macht, was sich einerseits in der Verlegung der Hauptstadt in das weiter östlich gelegene Bagdad als auch in der Wahl der obersten Verwalter des Reiches zeigte. Okay. So, wir haben alle historischen Städte in diesem Stadtteil. Jawohl. Was haben wir hier eigentlich noch? Uns fehlen nur noch eine Ausrüstungstruhe und ein Rätsel in Harijaba. Dann haben wir alles in Harijaba erledigt. Das hört sich doch ganz gut an. Aber jetzt checken wir mal die Nebenmission wieder ab. Ups. Ach komm, Jungs, ich bitte euch. Ist doch nichts passiert. Bin quasi nicht da gewesen. Tut doch nicht den. Ah. Okay. Er hat mich. Schnell weglaufen. Mein Gott, wie die Leute vor Panik rumschreien. Ah, das kommt mir wie gelegen. Ach, geht nicht. Schade. Na gut. Als ob mich da einer verfolgt hier oben. Ich bitte euch. Ja, wollte gerade sagen. Da ist das Rätsel. Wo ist die Mission? Andere Seite. Da lang. Da, jetzt taucht sie wieder auf. Okay, ich check's irgendwie nicht so ganz. Was muss ich denn hier machen? Muss ich genug von diesen Münzen stehlen? Kann das sein? Weil ich hier so viele krieg von denen? Das ist schon wieder so eine Gefallensmünze. Ich check irgendwie nicht diese Mission. Irgendwas mache ich hier falsch. Weiß aber nicht was. Nee, das ist doch ganz woanders. Nee, mach das mal so. Erstmal meine eigene Markierung hin. Wochen. Halt. Also, das ist wieder so ein Ding. Zum Hinpflanzen. So, jetzt bin ich auf dem Marktplatz. Aber auch hier. Nee, das ist so eine Hilfsmitteltruhe. Aber auch hier sehe ich niemanden. Außer Leute mit sehr vielen Beuteln. Noch ein Rubin. Naja, gut. Dann, wenn die nicht wollen, dann wollen die nicht.
Da, das wollte ich mir markieren. Dann machen wir doch das Rätsel hier noch. Oder ist das schon woanders, das Rätsel? Ja, ich glaube, das ist woanders, das Rätsel. Ja, das ist woanders, das Rätsel. Okay, nee, komm. Das ist ein anderer Stadtteil. Jo. Genau. Okay, nee. Aber cool, ich habe jetzt hier die Map entdeckt. Wie das denn? Hm, auf einmal so viel Map entdeckt hier. Okay, dann machen wir doch das. Dieser, der satirische Poet. Jo, das. Und was müssen wir da machen? Kein Schaden nehmen, okay. Da bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert. Mit keinen Schaden nehmen. Na komm, ich will dein Ding haben. Jupp, ja, danke. Ein Anhänger für mich. Gut, dann machen wir jetzt die Nebenquests. Halt. Noch ein Anhänger für mich. Und da ist unser Kollege. So, hier. Bist du der Dichter mit der törichten Zunge? Meine Entrüstung hat mich übermannt. Wer hätte gedacht, dass Worte derart gefährlich sein können? Nichts ist gefährlicher als der verletzte Stolz eines mächtigen Mannes. Geh voran. Ich schütze dich vor seinem Zorn. Na gut, warte mal, ich tu mal hier kurz mal ein bisschen was snacken. Ich habe jetzt mein Wurfmesser ausgerüstet. Ich hätte mehr Waffen kaufen sollen. Ein Hindernis vor uns. Das Verderben beißt uns in die Waden. Unser Glaube wird den Weg freimachen. Und etwas körperliche Anstrengung, versteht sich. Das bedeutet, ich muss kaputt machen, oder was? Alles klar. Der Weg ist frei. Auch eine Möglichkeit. Türen wir mal hier mal ab, ob hier irgendwo Gegner sind. Ja, schaut gut aus. Na komm, dann sprint mal, Kollege. Gott sei Dank, es gibt endlich mal Begleitmissionen, wo sie rennen. Das dort drüben ist mein Neffe. Ich vertraue darauf, dass er meine Anwesenheit geheim hält, aber ich fürchte, das bringt ihn ins Grab. Ich erlöse ihn von diesem Dilemma. Säubere die Umgebung. Hm. Okay. Komm mal her. Hey. Gut. Da könnte was sein. Der da oben könnte ein Problem werden. Hab Dank. Diese Söldner wären ganz sicher mein Ende gewesen. Ja. Okay, der chillt wieder. Wunderbar. Oh. Aber gut, der kommt zu mir. Auch gut. Ich wollte ihn abwerfen, aber so geht's natürlich auch. Jo. Kommst du auch zu mir? Komm, Kuschelzeit. Ich bin noch nicht fertig. Ja, komm her. Komm her. Na komm. So ist er fein. Kuscheltime. So, 4 Leute in einem Blumenhaufen. Das sollte doch alles in Ordnung sein, würde ich sagen. Oh, da oben steht noch einer. Oh. Das hat nicht so funktioniert, wie ich es erhofft hatte. Wie komme ich an den ran, ohne dass der mich abcheckt? Was ist das eigentlich für eine? Man sieht sich immer zweimal. Ja, bleib ruhig. Warte mal.
schleichen uns an den Burschen hier heran. Oh. Keine Herausforderung. Danke, Ubisoft. Ich sehe den halben Bildschirm nicht. Danke. Gut gemeint, aber unnötig. Komm her. Komm. Put. Komm. Ja, fein. Finde Frieden, Krieger. Und? Krieg ich was von dir? Nö. Na gut. Aber wir holen uns hier ein paar Sachen. Okay, dann haben wir ja alle erledigt. Dann können wir da weiter. Willst du mich nicht verstehen? Ant, mach Handburg. Ja, jetzt komm, auf geht's, Kollege. Renn um dein Leben. Los. Was jetzt? Siehst du diese türkischen Mietklingen? Ich glaube, sie wurden geschickt, mich zu ermorden. Wie Schüler der Dichtkunst sehen sie zumindest nicht aus. Alles klar. I see what you want. What you really, really want. Wer kennt das Lied? Oh, hier gibt es Typen, die ich theoretisch bestechen könnte. Immer. Wir haben da einen, wir haben da einen, wir haben da die beiden. Noch jemand? Irgendwo auf einem Dach oder so? Den ich vielleicht sehen sollte. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Okay, den können ich erledigen. Ja. Kein Schlachtfeld, du ungehobelter Klotz. Bleib ruhig. Holt Hilfe! Der Mörder muss bestraft werden! Warte mal. Eine andere Idee. Ah, hey! So. Ah. Falsche Taste. Eliminieren. Eliminieren. Er hat gerade jemanden getötet. Alles klar. Moment. Jetzt ist es sicher. Was? Du solltest mir doch Geleitschutz geben. Ich liebe diese Blasepfeile. Ah, neues Gebiet. Al-Abbasir. Und wir haben es geschafft. Abgeholt. Allah segne dich. Ich werde dir zu Ehren ein Gedicht schreiben. Gedichte sind wie Musik in meinen Ohren. Besonders, wenn sie von mir handeln. Dann sollst du deine Musik haben. Und man soll deines Mutes gedenken, noch lange nachdem wir beide aus unserem irdischen Dasein geschieden sind. Okay, Aufträge. Sind neue Aufträge verfügbar? Gut. Neue Aufträge sind gut. Und wir sind schon in ein neues Gebiet eingedrungen. Jo, in das hier unten. Okay. Machen wir hier noch Missionen? Da ist noch eine. Die Konkubine des Kalifen, die für die Aufständischen spioniert wurde, zum Verhören in den Prinzenpalast gebracht. Töte diejenigen, die sie gefangen halten. Das haben wir noch zur Auswahl. Was noch? Was ist hier? Dolch? Ah, wir haben einen neuen Dolch bekommen. Rostam-Dolch. Wurfmesser sind auf kurze Entfernung tödlich. Gegner aus der Nähe mit Wurfmessern zu treffen, 10% mehr Schaden zu. Okay. Eigentlich an sich nicht schlecht. Wenn man so Wurfmesser-Ding ist. Al-Abbasir. Die kulturelle akademische Betätigungen verliehen Al-Abbasir eine Aura der Erhabenheit. Hier stand das Haus der Weisheit, das faktische intellektuelle Zentrum Bagdads, wo gelehrte Wissenschaftler, Philosophen und Astronomen aus dem ganzen Reich und darüber hinaus zusammenkamen und Ideen austauschten. Okay, alles klar. Gut, dann bräuchte ich mal ein paar mehr Hilfsmittel, weil mir sind meine ausgegangen jetzt. Und den Steckbrief reißen wir hier ab.
Schlecht. Mal, kann ich den beklauen? Oh, ich kann ihn übernehmen. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Sorry. Dachte, ich kann dich beklauen. Na gut. So, bei dir tun wir schnell einkaufen. Sei gegrüßt. Sei willkommen. Mal ein Ansehen. Was hast du da? Sieh dich um. So. Frag mich ja, was ich für einen Rubin krieg. 47, okay. Oh, die abbasidische Kette ist das teuerste. Cool. Das hat nice Money gegeben. Die kann man immer brauchen. Bis jetzt 80. Stahlbahn würde ich gerne noch mitnehmen. Abgemacht. Und Bauteile? Ja, doch. Willst du deine Ausrüstung aufwerten? Dann haben wir wieder ein bisschen was. War das erstmal alles? Jo. Auf ein erstmal alles. Bis bald. Hilfsmittel, genau, wir können wieder was verbessern, aber das muss jetzt noch nicht unbedingt jetzt sein. Sehe ich den Typen hier irgendwo zufällig? Nö. Okay, dann mache ich jetzt eine kurze Pipi-Pause und dann machen wir weiter. Bis gleich. Und da bin ich wieder. Und wir machen weiter. Also, pass auf. Wir haben hier noch die Konkubinen, den Waffenhändler, Raub des Bronzespiegels und die markierten Münzen. Also, diese Münzen checke ich nicht ganz. Also, im allerschlimmsten Fall, muss ich nachgoogeln. Aber wir haben ja noch andere Probleme. Stiehl einen kostbaren Spiegel, der in einem Badehaus aufbewahrt wird. Niemanden töten, Belohnung für erfüllte Bitte des Händlers. Und dafür gibt es 2 Fertigkeitspunkte. Das hört sich doch geil an. Das machen wir. Wo müsste ich dafür hin? Ah. Perfekt. Dem neuen Dingens entgegen. Das heißt, wir können hier den Ding mitnehmen und dann hier den Ding mitnehmen. Wunderbar. Wir gehen in neue Gefilde. Also was hier mit diesen gezinkten Münzen oder markierten Münzen, wie auch immer es ist, ich check's nicht. Irgendwann... Ah, jetzt stehen die Söldner hier. Vorher standen sie nicht hier. Na gut, das hat auch so ganz gut funktioniert. Blasepfeile sei Dank. Schon viel zu oft den Hintern gerettet. So, wo ist es denn? Aha, da oben. Halt. Ja, der Medaillon. Take that. Muss mehr versuchen zu stehlen. Sternwarte, Ort entdeckt. Was sind wir denn? Aha, guck an, hier gibt's noch sowas. Gleich zweimal. Und eine Geschichte aus Bagdad. Aber die Geschichte aus Bagdad und so lassen wir mal hier stehen. Wir sind hier nur wegen dem Aussichtspunkt da. Okay. Ein Smaragdring. So und so, jawohl. Und drauf da. Oh. Spitze Stöckis, da komme ich nicht weiter. Dann muss man einen anderen Weg gehen. Warte mal. Oh, hier sind noch mehr spitze Stöcke. Aber so ist es bestimmt machbar, oder? Kann ich hier rüberspringen? Nee, echt nicht? Warum nicht? Warte mal, wenn du da hoch kannst, dann kannst du auch da rüber. Nee, jetzt komm. Ich will doch nur darüber jumpen. Wieso geht denn das jetzt nicht? Okay. Dann muss es da einen anderen Weg geben. Einen, den ich noch nicht entdeckt habe.
Aber vielleicht hier entdecken werde. Warte mal. Wo geht's hier lang? Ja, hm. Also sehr sinnvoll ist es hier aber auch nicht. Ja, super. Hä, wie soll ich denn da hochkommen? Na mal, vielleicht durch die Tür oder so? Nee. Ja, hier kann ich mit jemandem reden. Warte mal. Wo sind wir denn gerade? Wir sind hier. Das ist der hier, glaube ich. Ich bin noch nicht bereit. Astronomie und Astrologie. Man sagt, wenn sich in der Wüste verirrt, hilft ein Blick in die Sterne, um einen Weg in sichere Gefilde zu finden. Wie ihre umayyadischen Vorgänger glaubten offenbar auch die abbasidischen Kalifen an den Nutzen der Sternkunde und finanzierten den Bau von Observatorien sowie die Übersetzung von astronomischen Werken aus den griechischen, indischen und persischen. Eines der wichtigsten arabischen Werke der Astronomie aus dieser Zeit war das Buch der Fixsterne aus dem 10. Jahrhundert, ein Kommentar zu Ptolemäus Almagest von Abd ar-Rahman as-Sufi. Es enthielt Abbildungen und Beschreibungen von Sternen und Sternbildern, die aus der klassischen Antike bekannt waren und wurde über Jahrhunderte genutzt und durch Kopien verbreitet. As-Sufi gilt als der erste Astronom, von dem bekannt ist, dass er die Andromeda-Galaxie beobachtet hat. Die abbasidischen Astronomen waren nicht nur an der Wissenschaft der Astronomie interessiert, sondern auch an deren praktischen Anwendungen, vor allem der Astrologie, also der Kunst, den günstigen Zeitpunkt für bestimmte Aktivitäten zu finden. Al-Mansur soll beispielsweise Astrologen zu Rate gezogen haben, um den besten Ort und Zeitpunkt für die Gründung Bagdads zu bestimmen. Jeder Versuch, auf diese Art die Zukunft vorherzusagen, setzt ein umfassendes Verständnis der Bewegung der Himmelskörper voraus. Dazu bedurfte es zeitintensiver Beobachtung und komplizierter Berechnung, um astronomische Tabellen zu erstellen, welche die genauen Position des Mondes, der Sonne und der fünf bekannten Planeten Merkur, Venus, Mars, Saturn und Jupiter enthielten. Daneben wurden besondere Ereignisse vermerkt, zum Beispiel Fluten oder Invasionen, um kausale Zusammenhänge zwischen den Bewegungen der Sterne und dem Leben auf der Erde zu finden. Die Astronomie wurde daher als Hilfsmittel für die Astrologie angesehen, aber sie war auch für andere Dinge nützlich. So konnte man mithilfe der Astronomie die Gebetszeiten berechnen oder Land vermessen. Was auch immer der Antrieb der Astronomen zur Zeit der Abbasiden war, sie trugen enorm zum astronomischen Wissen bei und waren für die Entdeckung zahlreicher Sterne verantwortlich, Altair, Aldebaran und so weiter. Außerdem prägten sie viele astronomische Begriffe, zum Beispiel Azimut, Nadir, die noch heute verwendet werden. Okay, also krass, im 9. Jahrhundert haben die schon Planeten entdeckt gehabt. Das ist doch krass, Alter. Kannst doch keinem erzählen. Das ist echt beachtlich. Tür verriegelt. Okay, warte mal. Ich glaube, ich bin hier einer Sache auf der Spur. Ich hoffe, ich muss nicht die Mission dafür machen. Das wäre natürlich noch krasser. Warte mal, hier sind ein paar Leute da, die ich erleichtern kann. Hier ist doch was. Nee. Ich dachte, vielleicht komme ich hier irgendwie durchs Fenster. Hier ist doch was. Okay, das bringt mir aber auch nicht viel weiter. Dann komme ich da hoch. Wie zur Hölle komme ich da hin? Wo ich hin will. Hier war doch einer da. Okay, von dem habe ich nichts bekommen, obwohl ich ihn gestohlen habe. Frech. Na, was ist da? Also nur so ein... Nichts Besonderes. Okay. Warte mal. Hoppala. Warte mal. Falsches Netzwerkzeug. Nee.
Okay. Heute ist der Tag des Nicht-Checkens, habe ich das Gefühl. Das gibt's doch nicht. Ah, ich bin dumm. Jetzt habe ich's gesehen. Ich wollte gerade sagen, die Quest ist vielleicht dazu da, um das zu eröffnen, aber ne, hier. Hier ist der Weg. Gefunden. Ah, weg damit. Ich sehe es. Okay. Ich muss das bis ganz hinter schieben. Yep. Sowas zum Sammeln. Nope. Dann rauf da. Tada. Ja, finde ich cool. Finde ich cool, sowas mit Rätseln so ein bisschen. Nicht stupide hochklettern. Okay, kann ich hier irgendwo rein? Nö. Weil theoretisch müsste ich hier unten reingehen können, irgendwo. Nee, auch nicht. Na gut, hier haben wir so ein Teil wieder. Hier haben wir eine Truhe. Noch irgendwas von Bedeutung. Schaut nicht so aus. Dann nehmen wir das Ding. Astronomische Instrumente. Schon lang vor der Erfindung des Teleskops hatten die Zivilisationen der Antike Methoden entwickelt, um die Sterne zu kartografieren. Die Abbasidengelehrten bauten auf diesem überlieferten Wissen auf, verbesserten die Methoden und schufen Instrumente, die noch heute genutzt werden. Das wichtigste und vermutlich langlebigste dieser Instrumente war das Astrolabium. Es wurde von griechischen Astronomen im 3. Jahrhundert vor unserer Zeit erfunden und bot eine Möglichkeit, das Universum in den Händen zu halten. Beim Astrolabium handelt es sich um einen gravierten Kreis, der die Sterne repräsentiert, die nach damaliger vorkopernikanischer Vorstellung um die Erde kreisten. Ein Kreis in der Mitte des Astrolabiums repräsentiert den Benutzer, der sich auf einer Linie befindet, die den Horizont darstellt. Verschiedene Punkte stehen für bekannte Sterne. Ab dem 8. Jahrhundert verbesserten die abbasidischen Astronomen das Astrolabium, indem sie neue Elemente hinzufügten, mit denen sie beispielsweise Datum und Uhrzeit bestimmen ließen. Außerdem wurden mehr gravierte Scheiben entwickelt, welche die auf verschiedenen Breitengraden sichtbaren Sterne zeigten, wodurch das Astrolabium auch von Reisenden benutzt werden konnte. Das Instrument hatte zahlreiche Verwendungen. Man konnte die Zeit des Sonnenauf- und Untergangs bestimmen, die Höhe von Gebäuden oder die Breite von Flussüberquerungen, die Gebetszeiten sowie die Richtung, in der Mekka lag. Die einfallsreichen abbasidischen Gelehrten fanden hunderte, wenn nicht tausende von praktischen Anwendungen für dieses Gerät. Hey, ich fand's super. Richtig gut. Oh mein Gott, der eine immer noch am Stöhnen, ey. So, jetzt haben wir es geschafft. Sünken. Historische Stätten, Geschichte aus Bagdad 0.2. Okay. Gut. Wir müssen da runter. Was ist hier? Feuer und Weisheit. Gelange zum Bruderschaftshaus. Okay, das scheint eine Hauptstory zu sein. Glaube ich. Wir gehen aber zum nächsten Dingens. Okay, da hinten ist auch noch irgendwas. Da auch noch in der Richtung. Naja. Dann gehen wir zum nächsten besseren Aussichtspunkt und holen uns den Reisepunkt. Und da machen wir die Quest. Schreibstube, Ort entdeckt. Oh, Sperrgebiet. Warum ist das jetzt Sperrgebiet? Was ist denn an dem Gebiet jetzt so besonders? Da ist eine Truhe. Hm. Du da,
Ja gut, ich meine, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Aber nichtsdestotrotz, schnell zu erledigen Gegner. Ich meine, gut, Basim, das war jetzt unnötig. Der Typ war schon tot. Ah. Entschuldigung. Da unten ist die Truhe. Weiß nicht, wie ich da hinkomme. Aber das sieht doch nach einer Möglichkeit aus. Oh, in der Tat. Oh. Aua. Nein, nix Rufe Hilfe. Du bist ruhig, Kollege. Junge, ich bin doch ausgewichen. Ja. Bam. Jetzt verrecke. Ruhig. Da ist die Truhe. Schwert des Abbasidenritters. Was ist denn das für ein schönes Ding? Auf Messer schneide. Wenn Basims Gesundheit unter 50% ist, fügen leichte Angriffe 30% mehr Schaden zu. Okay, das ist auch nicht schlecht. So ein bisschen als Last Stand. Und wir haben einen neuen Gegner entdeckt. Scharfschütze, von mir aus. Gut, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Ah, unten ist noch eine kleine Truhe. Die nehmen wir mit. Was zum Futtern, wunderbar. Gut, und raus hier. Mal eben kurz hier eine Truhe mitgenommen, schadet auch keinem. Oh, eine Shard. Ey, ich lass mich so leicht ablenken hier, ne? Aber Shard ist wichtig. Shard ist wichtig und super. Komm, gib mir her, was du hast. Danke. Die vier Märkte. So. Oh. Scheiße. Bin dumm. Ich wollte mein Waffenrad aufrüsten, nicht aufrüsten, ausrüsten. Naja, da muss ich ihn mal bekämpfen. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ups. Ja, hoppala. Gut, aber hier ist noch eine Truhe. Wenn wir schon daneben stehen. Würde ich sagen, die schauen wir uns doch mal an. Was ist denn? Nix ist. Lieferungshinweis. Eine neue Lieferung Ölkrüge ist angekommen und wurde im Lagerraum dem Mann untergebracht. Okay. Das will uns wahrscheinlich sagen, wir sollen irgendwo irgendwas kaputt machen. Hier ist so ein Ding wieder. Nehmen wir auch gleich mit, wenn wir schon hier sind. Muttersieb, Markinspektor. Auf dem Basar lauern viele Gefahren. Manipulierte Wagen von Handlerkartellen, diktierte Preise und gefälschte Waren. Zum Glück konnte man sich auf dem Muttersieb verlassen, der für Ordnung sorgte. Der Muttersieb wurde von Kalifen persönlich bestimmt und hatte zahlreiche Aufgaben. Zu den wichtigsten
gehörte die Überwachung von Maßen und Gewichten auf dem Markt und die Sorge dafür, dass alle Waren einem gewissen Qualitätsanspruch genügten und zu einem angemessenen Preis verkauft wurden. Daneben musste er auch die Handelsrouten freihalten und Verschmutzung der Wasserversorgung verhindern. Eine Missachtung des Motorsieb oder seiner Gehilfen konnte mit verschiedenen Strafen belegt werden, zum Beispiel mit Bußgeldern oder der Beschlagnahmung von Waren. Der Motorsieb war ein angesehener Posten, was zeigt, dass die Abbasiden großen Wert auf den Handel und die Ordnung auf dem Marktplatz legten. Die arabische Wurzel, die dem Wort Motorsieb zugrunde liegt, ist mit dem Begriffen für Rechnen und Buchhaltung verwandt. Außerdem ist es ein religiöser Begriff, der mit dem muslimischen Konzept der Hisba in Verbindung steht, dem Gebieten des Rechten und Verbieten des Verwerflichen. Der Marktinspektor war daher eine wichtige Figur in jeder muslimischen Stadt und nur die gebildetsten und unbeschlossensten Persönlichkeiten konnten dieses Amt innehaben. Alles klar. Das kurz nur den Ausrufezeichen mal weg. Okay, also hier soll irgendwo eine Lieferung von Ölfässern gewesen sein. Aha, okay, das müssen wir sprengen. I see, okay. Und wo sind die Ölfässer? Tür verriegelt. Das wird das Lager nebenan sein. Da sind Gegner. Kurz vorbeischleichen. Das kann nicht sein. Okay, wie komme ich hier rein? Jetzt einmal im Ernst. Ich sehe welche hier oben. Entschuldigung, falsche Taste. Ich sehe welche hier unten. Ah, warte mal, kann ich das hier wegschieben? Zerstören? Irgendwas? Das verdeckt mir so Sachen. Nein. Gibt es hier irgendwo vielleicht ein Fenster, durch das ich werfen kann? Aha. Das hat nicht das bewirkt, was ich wollte. Leider. Kann ich hier rein? Nope. Auch nicht. Okay. Oder hat's das doch gereicht? Nee. Hat nicht gereicht. Das wäre halt die andere Alternative, aber finde den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Wer hat den Schlüssel? Aber siedische Kette. Na komm. Wo ist denn der Schlüssel? Ach komm. Na gut, schau's drauf. Die holen wir ein andermal die Kiste. Ich hab jetzt da nicht die Lust und nicht die Laune, mich da jetzt Ewigkeiten umzuschauen. So wichtig wird es da schon nicht sein. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und wenn doch, dann haben wir später was davon. So. Da oben müssen wir rauf. Und ein Rätsel gibt es ja auch noch. Ort entdeckt Moschee. Halt, dich kann ich erleichtern.
So. Ist hier was Schönes? Nope. Dann rauf da. Aber hier ist was Schönes. Eine Truhe. Nehme ich. Nehme ich sehr, sehr gerne. Gut. Synchronisieren. Wichtiger Ort entdeckt. Hm, das Rätsel ist aber sehr nahe. Naja, gut. Ein andermal. Ich bin hier wegs der Mission da vorne. Weiter geht's. Und Poster. Poster ist wichtig. Poster machen wir weg. Weg damit. So, einen Heiltrank schlucken wir mal. Sicher ist sicher. Oh. Hier ist alles pieksig, das ist doof. Wie kommen wir da rein, wo ich rein will? Na, die haben sonst ein Problem. Achso, nee, ich muss da rein, ne? Da muss ich ja für die Quest rein, genau, da war ja was. Ah, wir sind im Sperrgebiet. So, Enkidu, zeig mal an, was haben wir hier. Wir haben da oben auf jeden Fall was. Kann ich den markieren? Nö, typisch. Gut, wir haben halt die vor der Tür. Die sind jetzt nicht so wichtig. Jetzt kommen wir hier doch. Jawohl. Gut, haben wir hier noch einen? Da noch ein. Da ist noch einer. Na los, so Taube. Schneller. Ja, den habe ich nicht mehr erwischt. Da ist noch einer. Da ist einer. Da sind welche. Ah, das scheint wichtig zu sein. Okay. Da ist so ein Ding zum Einsammeln, auch gut. Können wir vielleicht gleich mitnehmen, wenn wir schon da sind. Das scheint kein Gegner zu sein. Das sind auch alles Bürgerliche. Ist hier noch irgendwas gegnermäßig? Du schaust böse aus. Ist alles zivil, 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 zivil. Dann hoffe ich mal, dass ich keinen übersehen habe. Okay, wir müssen laufen. Von hier oben nach da und dann direkt zu dem. Und den runterziehen. Das heißt, alle anderen interessieren uns im Endeffekt erstmal nicht. Und dann können wir rechts rumgehen oder wir gehen geradeaus. Ist hier vorne vielleicht noch was? Ne, sind alles zivil. Okay. Alles klar. Er ist mein Schlüsselträger. Gut, dann probieren wir mal. Ich hoffe, dass die jetzt hier nichts sagen, wenn ich hier rüberlaufe. Das hat ganz gut funktioniert. Oh, 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 oh. Nein, 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 so, wenn der soll mal herkommen, dann schmeiß ich den Jungen runter. Geht das? Nö. Schlecht. Das Problem ist, vielleicht muss ich das auch nicht. Warte mal. Wir gehen einfach an den Jungen vorbei. So. Das ist
Oh, nicht wieder die falschen Tasten drücken. Wie schön, dich zu sehen. Ein basidischer Stil. Aber basidische Kunstschaffende kombinierten künstlerische Techniken antiker griechisch-römischer und persischer Tradition. Sie setzen diese auf neue und kreative Weise ein, die in großen Teilen des Reiches aufgegriffen wurden und schufen einen ganz eigenen abbasidischen Stil. Eines ihrer Hauptmerkmale war die Verwendung abstrakter Schriftrollen und Pflanzenmotive, die sie immer wiederholten. Diese stilisierten Motive erschienen zuerst an Wänden und als Stuckreliefs, schmückten aber bald auch Geschirrkleidung und auch Bücher. In der Geschichtsforschung wird dies als Schrägschnittstil bezeichnet, da er durch symmetrische abstrakte pflanzliche Formen gekennzeichnet ist, deren Konturen schräg herausgearbeitet wurden. Nachdem dieser Stil in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts zuerst in Samara aufgekommen war, verbreitete er sich im Laufe des 10. Jahrhunderts im ganzen Reich. Diese Motive wurden in Kombination mit anderen Schmuckelementen wie bemalten Fresken und Glasmosaiken verwendet. Abbasidische Bauwerke waren auch mit bunten glasierten Fliesen geschmückt. Mit der Zeit wurde das Bedecken von Oberflächen mit farbenfrohen Keramikfliesen eines der bekanntesten Merkmale der islamischen Architektur. Alles klar. Jetzt ist aber eine andere Frage. Ich habe den gerade eingeschläfert. Ich wollte sagen, das gibt's doch nicht. Oh, das wollte ich eigentlich nicht erreichen. Ah, vielleicht. Kann ich dich. Und dich. So mach. Und jetzt muss ich einen abwerfen. Das war unnötiges Blutvergießen. Oh, ich darf niemanden töten. Okay, kann ich den Fall wiederholen? Kann ich den Fall wiederholen? Ich hab vergessen, dass ich niemanden töten darf. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss das mal kurz googeln. Ich bin auf die paar Münzen drauf geschissen, aber ich will es wissen. Mission Screed, Mirage, Aufträge bei Versagen wiederholen. Okay, steht nichts drin. Wunderbar. Danke, Google. Das hilft mir nicht weiter. Scheiße, Dreck. Warte mal, was passiert, wenn ich mich hier wegporte? Kann ich nicht. Dann muss ich erstmal aus dem Gebiet raus.